So, jetzt im zweiten Versuch, aber ja, da war ich eben ein bisschen zu früh dran. Aber jetzt darf es dann losgehen. So, während das noch lädt, fangen wir doch erstmal damit an. Erstmal sage ich herzlich willkommen zur 19. Saison der AWL. Und ja, heute mal nicht mit der Lizzie in Liga 1. Ich springe jetzt die nächsten 3 Wochen einmal ein und dann kriegt ihr euer altbekanntes Gesicht wieder und die altbekannte Stimme. Ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Gnad und habe bis jetzt Liga 5 und 6 in der AWL gemacht und dadurch, dass ich diese Saison mal ein bisschen Auszeit nehmen wollte, als Ersatz unterwegs und ja, jetzt starten wir mal rein in Saison 19. Wir sind schon auf oder in Kyoto auf dem Driving Park angekommen und gucken jetzt erstmal nochmal auf das Ergebnis der Saison 18. Da sehen wir, dass der Mystic mit Hankook ein richtig enges Battle hatte bis zum Schluss. Da trennt die beiden nicht so viel. Don Italia dann auf dem dritten Platz schon ein bisschen weiter weg. Aber was wir in der anderen Tabelle, die ich jetzt vorbereitet habe, auch sehen: Hankook fürs erste Rennen abgesagt. Und ja, mal gucken, wie das die Saison beeinflussen wird. Und ja, Mystic auch weiter mit dabei. Und das sage ich ja auch immer, sucht euch euren Favoriten raus, was man schon erkennen kann. Nissan, sehr beliebt in Liga 1. Da ist nicht viel Variation drin. Aber wir schauen einfach mal rein. Die Fahrer sind auch schon alle da. Also ohne weiteres Umschwenken geht's jetzt rüber nach Kyoto auf den Driving Park Yamagiwa. Und von der Uhrzeit her sieht mir das ganz stark nach einem Konbanwa aus. Konbanwa Neon. So. Erstmal Informationen hier rein. Und Tastatur zur Hand. Und dann sehen wir hier schon mal als erstes Benny McFly in der Castrol. Das ist eine sehr, ja, schon fast historische Lackierung hier. Ist doch auch schon bestimmt 20 Jahre alt. Ja, könnte ungefähr hinkommen, wenn nicht sogar noch älter. Dann haben wir Jaja Ballard, der Jaja Ballard, der jetzt hier auch erstmal die erste, die absolute schnellste Runde unterbietet von Benny McFly. 1:33,786 sind wir aktuell. Mal gucken, wohin das jetzt hier im freien Training noch geht und dann auch gleich im Qualifying. So, Chaco 74, den haben wir hier auch im McLaren. Dann Centauri 2K, gerade überholt worden von Mario. Und wir sehen es schon, hier kommen jetzt die Nissans. Weil Mario fährt auch ein. Und hier wird sich so langsam warm gefahren. Mago auch schon auf der Strecke. Icewalker noch in der Boxengasse. Den werden wir aber gleich zum Qualifying. Alle, die jetzt hier noch drin sind, werden wir gleich zum Qualifying sehen. Definitiv. Badger. Rolaf Rasch, den kenne ich doch auch.
Sind doch noch ein paar Namen, die mir doch bekannt vorkommen. Dann Fortuna 1806. Mystik, wie gesagt, die sehen wir gleich alle. Und Lockside, die sehen wir doch gleich alle. So, jetzt gucken wir mal, haben wir denn noch ein bisschen Zeit? Dann könnten wir doch eigentlich mal hier an Bord vom Mago springen und uns mal die Strecke angucken. Jetzt ist es natürlich dunkel, sieht man nicht so viel. Geht hier rein in die erste 180-Grad-Kurve und wer sich erinnert, das war auch tatsächlich der Kurs, ich mal das Finale der German Masters gestreamt habe. Kleine Schikane. Wird aber auch nicht so häufig gefahren, die Strecke. So, rein in die nächste langgezogene Linkskurve. Eine Schikane eben kaum bis gar nicht gebremst. Zum Berg runter, rein in die. Oh, und zurückgesetzt. Dann gucken wir doch mal, haben wir jetzt nur die Schikane verpasst? Immer mit dem Mario weiter. Boah, dann haben wir die erste richtig enge Kurve. Natürlich, wie auf jeder Strecke, muss man hier seinen Flow finden. Hier durch die schnelle rechts, immer etwas langsamere links. Hier sehr technische Kurven. Hier haben wir auch gesehen, sehr weit außen angefahren, dann Apex sehr spät gesetzt, um hier früh auf dem Gas sein zu können auf der Start- und Zielgeraden. Und das ist dann schon mal wieder eine Runde. Wir gucken mal, vielleicht ja, beim Centauri könnten wir jetzt noch mal hier die Schikane mitnehmen, die wir eben verpasst haben. Bergauf, raus aus der Kurve und dann wieder links einsortieren, um dann diese leichte Rechtskurve auch gut mitzukriegen. Ja, also Kyoto da doch an der einen oder anderen Stelle sehr technisch und doch die ein oder andere Möglichkeit zum Überholen geben. Die Strecke ist auch breit genug. Dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Was denn mit den Zeiten aus? Centauri nur eine halbe Sekunde ungefähr hinter Platz 1, hinter Chaco. Ja, gucken wir mal, was da draus jetzt wird. Qualifying startet in 5 Minuten, also ein bisschen können sie sich noch warm fahren, die Jungs und Mädels. Was ist Quali? Oh, Centauri da mit dem Ausritt. Benny ist heiß. Benny hat Bock. Ja, jetzt stehen sie hier aber alle erstmal in der Box. Warten wir mal, wann es. Ah, na gut. Chaco und. Ja, Moment. Ja, Jaja Ballard. Moin. 2015. Ja, das weiß ich. 2015. Ist Quali-Start, genau. Also 4, 5 Minuten haben wir noch. Nee, Moment, meine Uhr am Rechner geht ja falsch. In-game-Time. 2010. Nee, jetzt geht sie wieder gleich. Ich hatte sonst immer einen Versatz drin, dass meine Uhr am Rechner 2 Minuten vorging. Also 5 Minuten haben wir hier noch freies Training. Dann geht das hier los.
So, Lockside jetzt auch mal auf der Strecke. Dann gucken wir doch da auch direkt mal hin. Gute Markierung hier auf dem Porsche. Zwischen ist das dunkelblau oder schwarz? Das erkennt man jetzt natürlich bei den Lichtverhältnissen nicht so gut. Fortuna 1806 haben wir auch noch nicht gesehen. Stand hier gerade auch in der Box. Oh, Benny noch mal rausgegangen. War da rausgeflogen jetzt. Noch hat er ein bisschen Zeit. So, da ist Georgia Ballard. Ich weiß gar nicht, ob ich, habe ich das gerade gesagt. Danke für den Follow. Und Chaco ist momentan der schnellste. 1:33,170. Aber freies Training ist noch nichts. Wer hat jetzt hier schon 100% gezeigt und wer noch nicht? Das werden wir in gut 2 Minuten erleben. Dann geht es nämlich ans Qualifying und ans Eingemachte. Da gibt es dann keinen zurückhalten mehr. Ja. 3 Minuten, sagt er mal. Ja. Jetzt sind es nur noch 2. Und jetzt sind sie auch noch mal ein bisschen vermehrt auf die Strecke gegangen. Na, Centauri haben wir schon gesehen. Seite haben wir auch gerade gesehen. Olaf Rasch, der ist jetzt auch mal ein paar Meter rausgefahren. Hier sehen wir den Porsche. Und die anderen halten sich noch alle ein bisschen zurück. Wollen da noch nicht rausfahren. Jetzt traut sich Papa Paula auch noch mal raus, noch mal zumindest 2 Meter fahren, bis jetzt gleich dann umgeschaltet wird aufs Qualifying. Oh, und dann geht's auch wieder zurück. Also mehr als ein kleines Anwärmen war das hier nicht. Und Chaco, der hat mittlerweile 7 Runden runtergerasselt hier, also der hat sich noch mal ordentlich warm gefahren. Und alle anderen hier mit wesentlich weniger Runden. So, 1 Minute. Da vorne zwischen Mario und Chaco nur 0,053 Sekunden. Moin Papa Paule, hallo. Jetzt ist es 15, jetzt wird es gleich losgehen. Chaco schafft er noch. Ne, die 9. Runde wird er nicht mehr schaffen. Aber er hat sich hier ganz gut warm gefahren. So, dann wünsche ich schon. Ja, da kommt der Benny noch wieder. Das war jetzt aber auch knapp. Lobby Neustart. Ei. Dann. Geht es jetzt nochmal raus? Oh, ja, das war der falsche Knopf. Na ja, gut.
Ist ja auch nichts zu sehen. Was interessant für. Könnte ich euch dann noch mal eben zeigen. Ich könnte euch noch mal eben die Tabelle der Mitfahrenden zeigen. Während wir darauf warten, dass die Lobby jetzt noch mal neu gestartet wird. Ah, Don kommt nicht rein. Don Italia. Also, der Dritte aus Saison 18 ist nicht reingekommen. Dann hier schon die neue Lobby. Also die Lobby ist schon wieder auf. Oh, es lädt, lädt. So, und da sehen wir es auch schon jetzt. Dann hier alle rein. Da sehen wir auch schon Don Italia. Zumindest schon mal Grüßung. Also automatische Begrüßung im Chat schreibt. Da sehe ich ihn auch schon in der Fahrerliste. Benny. Auch noch dazu. Ja. Dann sollten wir doch jetzt gleich soweit sein. Ja, schon beigetreten, aber noch nicht auf der Strecke. Mit dem grünen Haken bestätigt. Jetzt ist er auch mit dabei. Wo haben wir ihn denn? Da haben wir auch GTR Nismo. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganz viele. Ganz viele Nissans. 8 Stück. Dann haben wir hier unten dreimal Porsche 911, einen Supra und hier haben wir noch einen McLaren und einen Mercedes. Also nicht so viel verschiedene, aber dann geht es ja jetzt auch ein bisschen ums Fahrerische. So. Noch mal kurz warm fahren und dann Badger haben wir auch noch nicht gesehen. Dann geht es auf jeden Fall gleich mit einer kleinen Verzögerung. Jetzt mal 4 Minuten 2020 Start. Also ein bisschen Verzögerung haben wir drin. Aber das ist ja das Geringste. So, und jetzt sind sie, glaube ich, alle auf die Strecke weg. Ne, alle nicht. Aber Badger auf jeden Fall, den haben wir so auch noch nicht gesehen. Olaf Rasch. Danny McFly, den haben wir auch noch nicht von außen gesehen. Doch, klar. Ja, der hat nochmal die Lackierung geändert. Nicht mehr die komplette Castrol-Livery. Der Paule. Hatte schon gesehen. Jaja Ballard. Und Don Italia. Ja, gut, jetzt geht es wieder zurück an die Box, weil jetzt geht es auch gleich los mit dem Qualifying. Icewalker haben wir auch noch nicht gesehen, aber jetzt gleich wird es ja sowieso, werden wir ja sowieso alle sehen. Und vielleicht mal mit ein bisschen mehr Licht. Wäre ja auch ganz nett. Ah, richtig viel mehr Licht ist es nicht, aber jetzt ist
Saison 19 gestartet. Und Mago geht vorne weg. Also der Lobbyhorst hier auch direkt mit der besten Box. Kommt hier als erster raus. Dahinter Icewalker. Dann haben wir Centauri 2K. Mystic. Mario dahinter sehen wir auch schon. Olaf Rasch. Haben wir Bon Italia. Badger. Papa Paule und dahinter direkt Jaja Ballard. Fortuna 1806. Und Chaco relativ weit hinten. Ja, auch mit viel Platz, dass er gleich ungehindert fahren kann. Lockside. Und Benny McFly. Der ist hier als letzter aus der Box raus. Und ja, dann nehmen wir doch die erste Runde wie immer eigentlich. Also mache ich ja eigentlich öfter die erste Runde nochmal onboard mit und gucken, was der Mago da in den Asphalt brennt. In den japanischen. Das ist die angezogene Linkskurve. Früh wieder rausbeschleunigt. Man hat gesehen, so ab der Hälfte, drei Viertel hat er da schon wieder voll durchbeschleunigt. Ja, aufbleiben, Vollgas durch die Schikane. Und dann erst wieder für die nächste Linie hier einbremsen. Ein bisschen vom Tempo runter. Das ist das erste Mal richtig in die Eisen hier für die Schikane. Auch da bleibt man noch dreistellig mit der Geschwindigkeit. Zwei Kurven, die glaube ich langsamer sind, sind die hier und vor Start und Ziel. Und wir sehen auch an der, na gut, das ist teilweise das Logo drüber, aber an der Karte sehen wir, die ziehen sich hier auch gar nicht so weit auseinander. Tempo auf jeden Fall gut einheitlich, also da dürfen wir uns eigentlich mal auf nette Falls einstellen. So, Mago fährt eine 1:32.541, wird direkt von Mystic unterboten mit einer 1:32.409. Don Italia auch schneller als Mago mit einer 1:32.435. Und jetzt sortieren sie sich da hinten so langsam alle. Irgendjemand dabei, der das noch schlagen kann. Aktuell in der ersten Runde noch nicht. Aber da sehen wir es. 1:32.4 im Gegensatz zu einer 1:33 im freien Training. Also jetzt lassen sie es hier alle richtig fliegen. Und auch Benny kommt jetzt nicht dran vorbei, aber wir gucken mal nach der ersten Runde. Mystic auf der 1, dahinter Don Italia. Ist alles noch nicht fest, aber so sieht es jetzt nach der ersten Runde aus. Mago mit der drittschnellsten Zeit. Ne? Er muss natürlich auch vorne vorlegen und hat keinen Windschatten, wie vielleicht der ein oder andere, der jetzt hier auch mal weiter hinten unterwegs ist. So. Dragon Eye, moin, und er feuert Kamehameha an. Also Fortuna, da gucken wir doch mal, wo der jetzt gelandet ist. Chaco, Benny hat mit seiner Runde die 6 schnellste geholt. Und wo ist denn der Fortuna? Wo ist er denn? Den suchen wir ganz hinten. Aktuell noch 14.
mit einer 1,349. Und da werden jetzt auch direkt schon mal die Reifen gewechselt. So, nach vorne geht noch einiges. So, Mago hat noch mal eine halbe Sekunde irgendwo gefunden und ist jetzt schon an der 1,31 dran. Der ist da schon in Richtung 1,31. Gucken, ob das hier heute jemand schafft. Bonitalia hat auch noch mal nachgelegt. 32,2. Mal 0,2, 0,3 Sekunden gefunden. Müsste konnte sich zwar auch noch mal verbessern, aber nicht so stark wie seine beiden Kontrahenten da auf 1 und 2. Centauri mit Purple im vorletzten Sektor. Jetzt gucken wir mal, ob er das auch über die Start- und Ziellinie retten kann. Jetzt durch die letzte Kurve. So, jetzt kommt es drauf an. Geht da was nach vorne? Kann er es retten? Nee, ist nur eine persönliche schnellste Runde. 1,32,258. Damit schiebt er sich vor Mystic, der gerade hinter ihm ist. Aber nicht bis ganz nach vorne. So. Olaf Rasch, Badger, Jarrah, Ballard setzen hier alle nochmal schnelle Runden. Ja, auch Jaja Ballard auf 1,32,7 runter. Lockseid aktuell auf der 6. 1,33. Chaco 1,33, 1,49. Benny, na, vom sechsten Platz ein bisschen zurückgeschoben worden auf Platz 8. Mario auf Platz 9. Badger hat auch nochmal eine Verbesserung eben gefahren. 1,33,588. Aktuell 10. Platz. Olaf Rasch auf der 11. Also hier wird sich auch kontinuierlich verbessert. Ice Walker hat sich gerade nochmal neue Reifen geholt. Papa Paula auf 13 und Fortuna weiter hinten auf der 14. Schlusslicht aktuell. Und 2,8 Sekunden sind es da bis auf die Spitze. So, jetzt holt der Mago sich auch neue Reifen. Von Italia. Mystic. Oh, Mystic verbessert sich. Fährt hier auf Platz 1. Also von Platz 4 geht's vor bis auf Platz 1. 1,32,060. Also noch einen kleinen Wimpernschlag schneller als Mago. Chaco hat sich auch noch mal verbessert. Fortuna mal gleich mal. Chaco mit der 1,32,904. Olaf Rasch mit dem Dreher da vorne. Da haben wir ihn. So, Fortuna hat sich auf Platz 12 verbessert. Das war ein kleiner Unfall. Jetzt gucken wir mal. Ice Walker, ja, der ist hin, der Porsche, und auch beim Rolaf, da ist ordentlich was dran gekommen. Ah, da hat er nicht genug Platz gehabt, um da schon zu wenden. Und dann war das Missverständnis groß. Ja. So, Mystic holt sich jetzt auch noch mal neue Reifen. Wir sind Hälfte durch und jetzt ist natürlich auch schon einiges an Sprit verfahren. Die Zeiten werden jetzt noch ein bisschen schneller werden. Also dürfen wir hoffen, dass wir irgendwann eine 1,31 hier sehen. So, Don Italia haut, ja, gerade noch gesagt, die 1,31,9 als erster raus. Also,
Da ist die 32 geknackt und Don Italia war derjenige und der ist auch direkt mal 0,15 Sekunden schneller als Mystic. Also das, der hat das jetzt nicht nur ein bisschen unterboten, sondern der hat da nochmal richtig was draufgelegt und war auch gerade schon wieder schneller. Mal eben drauf, wir sehen es unten, Paule und Fortuna auch mit schnelleren Runden, das gucken wir aber gleich. Go Don! Teufelsfront, moin! Oh, Don Italia, der hatte auf jeden Fall schon wieder im ersten und im zweiten Sektor Purple. Mal gucken, was jetzt im dritten Sektor ist. Kann er das durchziehen? Nochmal 0,16 Sekunden. Also das würde ihn nochmal den Abstand auf Platz 2 auf Mystic nochmal verdoppeln. Jetzt gucken wir mal, ob er das durch die letzte Kurve auch noch durchretten kann. Und was dann am Ende steht. Mago verbessert unterdessen nochmal die absolut schnellste Runde. Hat jetzt eine 1:31.828 gefahren. Und Don Italia nochmal drunter. 0,047 Sekunden nochmal schneller. Also hier vorne geht's hin und her. Mago, der ist auch schon wieder auf Purple unterwegs. Hier erster Sektor. Schon wieder Purple bei Mago. Also jetzt geht es natürlich mit dem etwas leereren Tank, mit frischen Reifen, geht es jetzt nochmal hier in der zweiten Hälfte des Qualifyings nochmal richtig ans Eingemachte. Mystic auf 3 aktuell, Centauri 2K auf der 4 und auch mit Purple hier. Jaja Ballard auf der 5. Chaco auf der 6. Benny stellt eine neue schnellste Runde auf. Papa Paula auf der 7. Benny McFly auf der 8. Lockside auf der 9. Fortuna hat sich schon vorgearbeitet bis auf Platz 10 aktuell. Icewalker auf der 11. Mario auf der 12. Badger auf der 13. Und Rolaf Rasch, der ist jetzt nach hinten durchgereicht worden auf, bis auf Platz 14. Aber es sind nur 2 Sekunden. Also das waren eben auch schon mal fast 3. Und jetzt kommen die nächsten Zeiten. Mago legt wieder vor. 1:31.650. Also hier die nächste unterbotene Zeit. Mystic. Nochmal eine persönlich schnellste Runde. Jetzt gucken wir auf Don Italia. Der kommt in die Box. Mystic hat nochmal seine persönlich schnellste Runde gerade gefahren. Centauri 2K auch nochmal persönlich schnellste Runde. Wir haben nur einen Abstand von 0,006 Sekunden zwischen Centauri und Mystic. Also das noch nicht mal ein Wimpernschlag. So. Jaja Ballard hat sich gerade auch nochmal persönlich verbessert. Da ist aber eine halbe Sekunde bis Platz 4. Also da muss er nochmal was finden. Chaco. Ja. Könnte jetzt auch nochmal nachlegen. Mit den frischen Reifen wird das auf jeden Fall noch mal versuchen. Papa Paolo genauso. Jetzt auch auf frischen, weichen Reifen. Lockside auf 8. Hat er auch wieder verbessert. An die 1:32 ran. Benny holt sich auch neue Reifen und kriegt 3 Sekunden Strafe. Ja, hat er wahrscheinlich die Linie der Boxengasse überfahren beim Einfahren. So, Fortuna, der hat sich jetzt auch nochmal neue Reifen geholt. Icewalker, da geht auch noch ein bisschen was nach vorne. 1,8 Sekunden bis zur Spitze. Mystic hat einen neuen Rekord aufgestellt. Da gucken wir doch mal nach vorne. 1:31.5. Also hier nochmal ein ganzes Ende unter dem, was wir bis jetzt hatten. Mago hat jetzt die neuen frischen Reifen drauf. Mal gucken, ob er da dann gleich an Mystic rankommt. Also hier vorne richtig harter Fight schon im Brand um die erste Pole Position der Saison 19.
Joker gerade noch meine persönlich schnellste Runde aufgestellt. Nochmal eine Sekunde schneller als seine bisherige. Nee, das. Jetzt, da hat er sich nur ein bisschen vom Mario abgesetzt. So, jetzt kommt Mystic auch nochmal. Sich auch nochmal frische Reifen für die letzten 4 Minuten. Also jetzt somit die letzte Möglichkeit, sich nochmal frische Reifen zu holen. Inklusive Ausfahrt. Boxenrunde. Was jetzt hier so die letzte Chance, nochmal mit frischen Reifen nochmal eine Runde ganz zum Schluss zu setzen. Verbessert sich persönlich auf eine 1:33.329 und damit Icewalker auf 12, also alle dahinter runter und geht selber auf die 11. Ja, und da nochmal in Richtung persönlicher schnellster Runde unterwegs. Das könnte dann Fortuna treffen, aber jetzt erstmal Icewalker vor Fortuna hier über die Linie gegangen und 1:33.2, das schiebt ihn auf Platz 10. So, Olaf Rasch verbessert sich nochmal, aber das ist keine Platzverbesserung. Kommt über die Linie, kann sich offensichtlich nicht verbessern. Centauri kann sich auch nicht verbessern. Mystic, der kommt aus der Boxenrunde, oder? Nee. Gerade was geblinkt, ich weiß nicht. So. Von Italia. Oxide geht nochmal neue Reifen holen. Ja, obwohl. Mario hat nochmal eine persönlich schnellste Runde gesetzt. Also, wo ist er denn? Da. Kommt aber nicht an Badger vorbei. So, Icewalker nochmal mit einer Verbesserung, bleibt aber auch auf Platz 10 hinter dem Benny, der jetzt in Richtung Start und Ziel kommt, dann jetzt auch in der letzten Runde sein wird. Dann nochmal ein Angriff. Er ist natürlich dran, aber den Angriff nach vorne kann er hier jetzt noch nicht setzen. Jump mit einer 1:32. Wir gucken mal, wohin befördert ihn das. Boah, Badger weit nach vorne gekommen jetzt. Auf Platz 6, 1:32.897. Das ist eine gute Dreiviertelsekunde schneller als das, was er, glaube ich, davor hatte. Also hier ordentliche Verbesserung nochmal kurz vor Schluss für Badger. Hier sehen wir es jetzt schon, letzte Runde angekündigt bei Mystic. Oh, Benny wird abgewunken, verbessert sich nochmal auf Platz 7. So, Olaf Rasch, ja, der verbessert sich zwar auch nochmal, aber bleibt auf Platz 14.
So, Mago, kann er noch mal einen Angriff fahren jetzt hier? Letzte Runde, letzte Möglichkeit. Nee, das hilft nichts. Da kommt er nicht ran. Mystik lehnt sich auch ein wenig zurück. Und Ballard kann ich vielleicht noch mal verbessern. Badger hat gerade schon ein bisschen Tempo rausgenommen. Geht da jetzt auch in die Box. Oh, und da ist die Zeit auch abgelaufen. Und wir gucken natürlich einmal aufs offizielle Quali-Ergebnis. Das erste Quali gewinnt Mystic mit einer 1:31,5. Holt sich damit die erste Pole der Saison 19. Dahinter Don Italia, Mago auf der 3, Centauri 2K auf der 4, Jaja Ballard auf der, oder Jaja Ballard. Weiß nicht, warum ich da immer dieses Englische, ja, egal. Auf der 5 und bis Platz 5 alles Nissan GT-R. Dann der erste nicht Nissan auf der 6, der Chaco mit dem McLaren 650 S, und dann kommt der Supra gefahren vom Benny McFly, Papa Paula auf der 8, und dann haben wir noch Badger, Lockside, Icewalker, Mario, Fortuna wieder weit nach hinten gereicht worden, der war mal eine Zeit lang weiter vorne, und Roller Frasch macht den Abschluss und auch hier wieder sucht euch den Fahrer raus, den ihr am liebsten mögt, und dann ja, geht's jetzt einmal in die Sponsorenwerbung der AWL, und dann sehen wir uns natürlich rechtzeitig wieder zum Rennen, das wir dann gleich in 5 Minuten haben. Ja, bis gleich. Danke an die Sponsoren der Afterwork Racing League, ohne die die Liga in dieser Form gar nicht möglich wäre. Ihr vermisst Seat im Spiel? Dann wendet euch an das Seat Autohaus Salzchecker, eurem kompetenten Ansprechpartner rund zur Automarke Seat. Gran Turismo ist schon hot, aber euch fehlt noch die richtige Würze im Spiel? Dann wendet euch an das Gewürzmalwerk von Marc Neuhaus mit seinen handverlesenen, handgemahlenen, exklusiven Gewürzmischungen. Ihr verbringt zu viel Zeit vor Gran Turismo? Dann besänftigt eure Frau und Kinder mit einer Kleinigkeit. Seht mal nach unter www.neophobica.com. Und zusätzlich zu unseren Hauptsponsoren bedanken wir uns noch bei den weiteren finanziellen Unterstützern der Afterwork Racing League. Auch du möchtest die Afterwork Racing League unterstützen? Dann nimm einfach mit uns Kontakt auf unter www.afterwork-motorsport.de. So, da sind wir auch schon wieder. Und wie versprochen, ihr verpasst gar nichts. Wir fangen in 3 Minuten an. Das heißt, ich rufe euch hier nochmal die Tabelle auf, wie wir jetzt gleich ins Rennen gehen. Und ihr könnt nochmal gucken, wo euer Lieblingsfahrer gelandet ist. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Rennen laufen wird. Mystik ist der? Ja, der ist auf 1 gelandet. Er will natürlich genau da anknüpfen, wo er letzte Saison aufgehört hat. Und dadurch, dass heute so, nochmal. Eben nochmal. Dadurch, dass der Hankook heute noch nicht dabei ist, ist da natürlich auch
Jetzt. Moment, das falsche. Ja, aber Hankook, ja. Der ist, meinte eigentlich die andere Tabelle, die ich euch zeigen wollte. So, da blende ich mich aus. So. Da wollte ich eigentlich drauf hinaus, dass Mystic ja letzte Saison auch hier den Titel geholt hat und ja, genau, da weitermachen will. So, jetzt haben wir noch unter einer Minute, bis es dann mit dem ersten Rennen der Saison losgeht. Also, tippt der Mago auf Start. 39 Runden haben wir. Da. Meinst du Teufelsfront? Ja, schwierig. Also, wir können ja noch mal kurz gucken. Die ersten fünf sind GTRs. Also, ja. Weiß ich nicht. Es vielleicht kommt der Chaco ja auch noch. Wir schauen mal. Wir werden es jetzt erleben. Aber es sieht schon ein bisschen danach aus. Wobei ich ja sagen muss, am schönsten finde ich ja persönlich den Wagen vom Badger. In Mercedes AMG. So, Mago schreibt auf ein gutes Rennen. Das heißt, er hat schon aufs Knöpfchen gedrückt. Da sehen wir es auch. 5 Sekunden bis zum Start von Finale. Ja, Finale des ersten Rennens. Aber das ist ja jetzt erstmal auch der Start in die Saison. Wir springen rein. Machen uns schnell hier alles an. Wie gewohnt werden alle Fehlstarts bestraft. Und dann sage ich auf ein gutes Rennen. Denkt dran, das Rennen wird nicht in der ersten Kurve entschieden. Und allen viel Spaß beim Start der Saison 19. Auf geht's. So, vorne sehen wir schon, das sagt nämlich gerade Teufelsfront auch schon, wer hier alles hart fährt und direkt nach der ersten Runde reinkommt. Mystic auf jeden Fall jetzt hier mit dem besten Start. Don Italia, der ist auf hart unterwegs, da haben wir schon den ersten. Mago auf weich, also wenn Don Italia den Mago hinter sich halten kann, das wäre dann schon was. Moin Lizzie, Hallöchen. Da kommt die Kontrolle, ob ich das auch alles richtig mache hier. So, Don Italia, der verliert jetzt natürlich den Platz an die weichen Reifen. Dann haben wir Centauri auch schon mit harten Reifen. Dahinter Yaya Ballard mit Mitteln erwischt. Mittelharte Reifen hier im Mittelfeld wohl angesagt. Papa Paula auch. Chaco auch. Also hier werden schon mal die mittelharten Reifen ausgepackt. Badger mit den weichen Reifen. Benny McFly auf hart und da sehen wir doch so einige mit harten Reifen. Icewalker hat hier den Vorteil gegenüber Mario. Ein komplettes Durcheinander, ja. Also hier, wir haben schon mal ja, also die ersten kommen jetzt natürlich mit den harten Reifen schon rein. Das wirft das jetzt natürlich alles durcheinander. Ja, da kann man jetzt noch keine Prognosen treffen. Ja, alles komplett durcheinander. Wir haben weiche Reifen, mittelharte Reifen. Also hier Yaya Ballard, der versucht wahrscheinlich den ersten Stint dann auch möglichst auszunutzen.
Ja, Mystic muss man immer auf dem Schirm halten. Okay, das der ist auf jeden Fall gut weggekommen vorne. Und baut da jetzt auch schon mal ordentlich aus. 1,7 Sekunden vorne schon weg, aber mit den Pflichtreifen. Ja, gut, würfelt natürlich hier alles durcheinander. Da kann man jetzt auch gar nicht so richtig einschätzen, wer jetzt wo ist. Aber am Ende wird sich alles ein wenig zeigen. Also am Ende wird es dann klarer. Badger jetzt hier ganz nah dran an Chaco. Gerade schon fast im Getriebe. Wollte schon auf dem Beifahrerplatz Platz nehmen. Und wie wir jetzt hier sehen, Olaf Rasch ist ja auf 14 gestartet, ist jetzt schon auf 8, aber dahinter sind jetzt natürlich auch viele, die schon gewechselt haben. Benny im Gegensatz dazu hat jetzt auf die Harten gewechselt. Habe ich das jetzt falsch auf dem Schirm? War der schon die ganze Zeit auf den Harten unterwegs? Der war schon die ganze Zeit auf den Harten unterwegs. Der hat die nur noch nicht abgeworfen. Also hier wird noch ein Rundchen länger damit gefahren. Benitalia hat jetzt auch auf die Mittelharten gewechselt. Also hier alles ganz durcheinander. Lockside und Mario hier im Fight um Platz 12. GTR gegen Porsche. Und erstmal mit dem besseren Ausgang für Lockside. Und Fortuna hier auf 14. So, jetzt gucken wir mal. Vorne Mystic hält seine 2 Sekunden zum Mago. Und die sind hier AWM-mäßig im Parallelflug unterwegs. Zeiten nochmal drauf. 1:32.3 und 1:32. Also auch identisch. Ein bisschen schneller vorne der Mystic. Jaja Ballard 1:34 im letzten Umlauf. Und schon 7 Sekunden nach vorne zum Mago. So, da ist schon eine große Lücke. Aber da fehlen ja auch zum Beispiel solche Fahrer wie Donitalia. Schon früh die harten Reifen abgeworfen hat und damit natürlich jetzt eine andere Strategie verfolgt als manch anderer hier auf der Strecke. So, Badger ist immer noch nah dran an Chaco, kommt da aber an dem McLaren gerade noch nicht vorbei. Da wahrscheinlich noch seine Lücke. Hinten lauert natürlich auch der Icewalker. Das sind natürlich auch seine Chance, wenn die beiden da vorne in Fight kommen, dass er da Plätze gut machen kann. Aktuell winkt da vorne ja der 5. Platz, ist nicht so weit weg. Noch kommt hier keiner nach vorne. So, Icewalker zeigt sich mal. Badger nimmt die Kurve weit. Aber das reicht nicht, um vorbeizugehen. Also die drei hier richtig hart am Fighten, und auch wenn Badger da die erste Kurve ziemlich weit genommen hat, hat es nicht gereicht für den Porsche gesteuert vom Icewalker daran vorbeizugehen. Zeigt sich jetzt hier nochmal und jetzt zieht er auch durch. Badger ordentlich verloren in Richtung Chaco.
Eine Sekunde hat der jetzt schon Vorsprung vor den beiden dahinter. Also da hat der Fight schon ordentlich gekostet. Mystik vorne auf zweieinhalb, zwei, drei Viertel Sekunde jetzt weg. Mago aber auch schon mit 9 Sekunden. Also die beiden setzen sich auch weiter vom Rest des Feldes ab. Dreiergruppe Dark, nur einmal kurz überspringen. Die haben wir ja gerade schon ein bisschen gesehen. Centauri auf der 8. 6,3 Sekunden nach vorne, 2 Sekunden nach hinten zum Olaf Rasch. Und da kommt dann auch schon der Don Italia. Kommt der an dem Porsche von Olaf Rasch jetzt vorbei? Ja, setzt sich da knallhart daneben und dann geht er innen dran vorbei. Und zieht auch direkt um eine halbe Sekunde fast weg. Ja, der darf da jetzt nicht im Verkehr hängen bleiben. Das wäre nicht gut für ihn. Das kostet alles Zeit auf Mystik und Mago. So, Benny auf der 11. Mario auf der 12. Dicht gefolgt vom Lokseite. Der ist auch im Windschattenbereich dran. Könnte da noch mal an Platz 12 schnuppern und Fortuna auf Platz 14. So, jetzt können wir doch mal hier vorne noch mal zum Icewalker und zum Chaco. Ja, auch weiterhin dicht aufeinander. Icewalker hat jetzt die Sekunde zugefahren. Nach hinten sind es jetzt 2 Sekunden bis zum Badger. Der kann das Tempo also nicht mitgehen mehr mit dem Mercedes. So, und Icewalker jetzt erste Kurve zeigt sich da wieder. Aber die Linie durch die Kurve, ja, sehr unterschiedlich, aber trotzdem gleich schnell. Danke, danke dir. Du bist noch im Urlaub, ne? Dann schönen Urlaub noch und ja, dir, ja, ich spring natürlich gerne ein. So, Icewalker kommt hier am Chaco noch nicht vorbei, aber die beiden schließen jetzt auch auf Papa Paule. Icewalker jetzt gerade ein bisschen Gras mitgenommen. Das hat ihn, glaube ich, ein bisschen abgebremst tatsächlich. Und wie viel hat Chaco auf Papa Paulo? Das ist noch eine gute Sekunde, aber na, bald ist er im Windschattenbereich. Dann wird er auch da noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Mit Windschatten immer ein bisschen einfacher. So, jetzt ist Icewalker wieder innen dran. Ja, jetzt ist die Sicht nach vorne ein bisschen durch das Heck von dem McLaren wahrscheinlich verstellt. Also so dicht wie er gerade drauf war, da hat er wahrscheinlich nicht mehr viel gesehen. Chaco vorne. Ah, jetzt schließt er nämlich auf den Papa Paula auf. Also hier in beide Richtungen interessant und spannend. Jetzt hat Icewalker ein bisschen abreißen lassen müssen. Ist hinten schon wieder fast eine Sekunde weg. Dafür hat Chaco jetzt nach vorne ein bisschen aufgeschlossen. Jetzt
verliert er nach vorne. Jetzt haben wir in beide Richtungen ungefähr eine halbe Sekunde und die beiden profitieren jeweils vom Windschatten des Davorfahrenden. Jetzt wird es interessant, wer kommt jetzt wo als erstes dran vorbei. So, Icewalker jetzt wieder dran an Chaco. Also das geht hier hin und her und mal gucken, ob Icewalker jetzt vielleicht dran vorbeikommen kann. Ausgangssituation eigentlich ganz gut, 0,2 Sekunden Abstand, aber kann sich da nicht reinbremsen. Also aktuell hier alles noch beim Alten. Und wir gucken mal noch mal ein bisschen weiter. Centauri auf der 7, Don Italia auf der 8. Natürlich hier mit ganz anderer Strategie. Dann haben wir den Badger auf der 9. Olaf Rasch auf der 10. Der ist im Fight mit dem Mario. Der hängt ihm da auch ganz dicht im Heck. Und jetzt zeigt er sich da auch mal. Ach, reicht das, um dran vorbeizugehen? Ah, versucht sich da rein zu bremsen, nimmt die Innenbahn. Hält in die Bahn, aber muss sich dahinter wieder einsortieren. Also kommt da noch nicht dran vorbei. Auch wenn er da den Porsche schon formatfüllend im Gesicht hatte. Ja, Mario versucht es hier auf jeden Fall. Links und rechts zeigt er sich mal. Wir nehmen die davon natürlich profitieren, dass hier vorne gefeit. Mario mit einem kleinen Quersteher. Auf jeden Fall profitieren durch den Fight Blockside und alle dahinter. Können vielleicht ein bisschen aufschließen, denn hier auf der 13. Boah, auch mit ein bisschen durchdrehenden Rädern. Icewalker und Badger jetzt in der Box. Icewalker schon wieder raus. Fortuna auf der 13, dadurch, dass jetzt hier Badger drin ist. Und das ist ganz interessant. Man sieht jetzt tatsächlich auch in der Übersicht, wie nachgetankt wird und wann es für den Fahrer weitergeht. Also wenn er voll tankt. Oh, Mystic vorne. 4 Sekunden Abstand auf den Mago. Also der fährt hier konstant schneller. 1:33,2 im letzten Umlauf. Mal gucken, geht es jetzt schon rein? Ja, geht jetzt schon rein. Und Mago übernimmt erstmal die Führung. Sehen wir das gleich beim Mystic, dann geht gleich der Tank an. Da sieht man, oh, ganz wenig nur nachgetankt, 57%. Also, schneller Boxenstopp, wenig nachgetankt. Die weichen Reifen halten hier nur für die Hälfte des Tanks. Also, warum soll Mystic auch mehr tanken? Geht direkt wieder raus. Bisschen Zeit hat er da gespart und kommt vor Jaja Ballard wieder raus. Und der hat 14 Sekunden nach vorne plus die 4 Sekunden, die Mystic vor Mago war, sind 18 Sekunden. Und 16 Sekunden war jetzt also ungefähr der Boxenstopp vom Mystic. Dafür, dass er nicht viel getankt hat, ja, geht es da halt bei in 16 Sekunden nur um den Reifenwechsel plus dann nochmal volltanken. Sind wir ungefähr bei 20 Sekunden Boxenstoppzeit hier. Ja, und hier hinten wird es jetzt ziemlich voll. Centauri, Papa Paule, Don Italia und Chaco. Es wird da mal kurz eng. Nächste Kurve ist aber die vom Don Italia, deswegen geht er jetzt durch auf Platz 6. Und jetzt hat er zwei AWMler vor sich. Papa Paule
Der nächste, der ihm jetzt vor der Nase hängt. Und das ist auch wahrscheinlich jetzt relativ schnell geregelt. Vorne haben wir kurz gesehen, Mago. Der hat gar nicht getankt und hat jetzt einfach nur auf die harten Reifen gewechselt. Also das heißt, der fährt jetzt eine Runde, hat damit sein Pflichtteil erfüllt und dann gibt es wahrscheinlich nochmal weiche Reifen mit ein bisschen nachtanken und dann hat er das da zumindest schon mal die harten Reifen weg. So, Domitalia vorbei, auch direkt an Papa Paule. Das hat auch nicht lange gedauert. Und jetzt sind es 2 Sekunden bis zum Centauri. Wie lange er dafür braucht, um die jetzt zuzufahren. So. Wie kann sich Chaco im Vergleich zu Papa Paulus schlagen? Halbe Sekunde sind die beiden auseinander. Fall gut mithalten. Ja, jetzt sehen wir Mago wieder in der Box. So, mit dem harten Reifen. Mal gleich mal drauf. Dürfte jetzt eigentlich weiche Reifen geben oder mittelharte Reifen. Und gleich mal. Ja, wo ist er denn? Da. Kommt da hinter Fortuna 1806 raus. Der muss die Kurve aber weit nehmen, weil der Mago da auch noch innen ist. Also so richtig war er noch nicht vorbei. Und wir sehen mittelharte Reifen. Also die Weichen halten ja nicht so lange. Das sehen wir ja hier beim Mystic. Der hat ja nur 57 Liter drin gehabt nach dem Boxenstopp. Also der geht schon davon aus, dass die weichen Reifen auch relativ schnell verbraucht sind. So. Ja, ballert auf der 2 mit 8 Sekunden auf Mystic. Centauri mit fast 6 Sekunden auf Jaya Ballard. Also hier vorne jetzt erstmal alles ziemlich sortiert. Don Italia wieder zurück auf der 4. Papa Paula auf der 5 mit 4 Sekunden. Immer noch im Schlepptau den Chaco. Er hat es noch nicht geschafft, dran vorbeizugehen. Hält aber den Abstand konstant bei einer guten halben Sekunde. Dann 10 Sekunden bis zum Olaf Rasch, der jetzt den Mago hinter sich hat. Der wird da auch wahrscheinlich versuchen, schnellstmöglich dran vorbeizukommen. Upp. Links-Rechts-Schlenker. Eng. Aber ja, funktioniert alles. Mago dran vorbei am Olaf Rasch und dann kann er sich jetzt auch aufmachen und die Zeit wieder ein bisschen reinfahren. Hat jetzt ja freie Bahn. So, Olaf Rasch hat jetzt noch eine Dreiviertelsekunde Vorsprung vor Fortuna und dahinter kommt dann auch der Icewalker. Hier wieder alle dicht aufeinander. Guck mal vom letzten aus drauf.
Ja, Fortuna zeigt sich da schon mal im Rückspiegel von Olaf Rasch. Oh, aber Icewalker jetzt mit dem besseren Ausgang aus der Kurve. Das sieht schon leicht daneben. Boah, da kommt auch noch der Chaco außer Box. Also hier jetzt ein schöner Dreikampf um Platz 7. Boah, Icewalker mit einem kleinen Querschläger. Oh, und auch Fortuna da ein bisschen hart über den Körper gekommen. Und Icewalker nutzt es aus, dass Fortuna da die Kurve etwas anders nimmt. Und jetzt mit der Lichthupe, auch direkt neben Olaf Rasch, aber der möchte da auch fighten. Und der Icewalker denkt sich, ich bin schneller, lass mich vorbei, Achtung, Achtung. Aber das klappt nicht und da es ja um eine Position hier geht, fightet der Olaf da auch. Aber jetzt ist Icewalker dran vorbei. Aber weiterhin kleiner Dreikampf, obwohl Icewalker zieht jetzt schon direkt mal ein bisschen weg. Jetzt schon aus dem Windschatten raus, der Olaf. Und jetzt Fortuna wieder nah dran, obwohl er jetzt auch gerade schon wieder einen kleinen Quersteher drin hatte. Der 13 und Badger auf der 14. Und Mystik weiter auf der 1. 16 Sekunden hat er jetzt Vorsprung vor Jaja Ballard. Also hier, wir gucken mal auf die Zeiten 1:34,5 zu 1:32,2. Also gute 2 Sekunden. Sind es da 2 bis 3 Sekunden pro Runde, die Mystik vorne abhaut und Centauri jetzt auch auf 2 Sekunden ran an Jaja Ballard und von hinten kommt dann auch schon Don Italia. Der Mago, der ist noch 19 Sekunden dahinter. Also alles jetzt ein bisschen auseinandergeflattert hier vorne. Aber die unterschiedlichen Taktiken sind da ja dran schuld. Jetzt hat sich alles ein wenig verteilt. 10:39. Jetzt sind wir auch schon fast auf der Hälfte angekommen. Ja, wir sehen hier bei Fortuna, der ist jetzt am Olaf vorbeigegangen, aber der wird jetzt auch gleich in die Box müssen. Aber Olaf auch. Also beide hier schon am Ende der Tankfüllung angekommen. Nicht, dass der Fortuna jetzt hier noch liegen bleibt. 1-2% sind da noch drin. Aber das reicht. Die Boxengasse kommt ja relativ früh. Also mit 1% wird er sich da in die Box retten.
Naja, das ist tatsächlich noch auf Null gesprungen. Also, hier geht's dann gleich direkt weiter mit den beiden. Die dann weiter fighten werden. Obwohl, wenn es jetzt natürlich unterschiedliche Boxenstrategien gibt, könnte es natürlich auch sein, dass die beiden nicht gleichzeitig außer Box kommen. Boah! Beide auch fast gleich viel getankt. Also, die kommen hier genauso eng aus der Boxengasse raus, wie sie reingefahren sind. Ja, also das fast als hätten sie sich abgesprochen. Mystic mit 23 Sekunden mittlerweile Vorsprung. Und das wird jetzt auch noch mehr. Ja, ja, Ballard geht an die Box, genauso wie Centauri. Und gucken, ob der Mago dann vorbeikommt. 20 Sekunden. Ja, muss er eigentlich reichen. Aber man sieht, es wird nicht vollgetankt. Dann Italia kommt aber auch durch. Und jetzt haben wir 1, 2, 3 wieder so, wie wir das zu Beginn auch hatten. Mystic, Mago und Don Italia. Wobei Mystic natürlich vorne 41 Sekunden. Gut, der muss jetzt auch gleich noch zum Boxenstopp kommen. Aber der hat da schon ordentlich Vorsprung rausgefahren. Oh, Papa Pauli hier auf weiter Flur allein. 7, 8 Sekunden nach vorne, 10 Sekunden nach hinten. Mario kann auch entspannt fahren, hat auch keinen vor sich und keinen Arg im Genick. 4 Sekunden bis zum Icewalker. So, Rolf Rasch und Lockside und Chaco. Ich habe vorne das R gesehen und auf Olaf spekuliert. Porsche gegen McLaren. Chaco gegen Lockside. Hier werden die Kurven unterschiedlich genommen. So, Benny und Fortuna hier jetzt im Kampf um Platz 11. Nebeneinander, da gibt es eine leichte Berührung, aber Gott sei Dank keinen Dreher und Fortuna erstmal vorbei an Benny McFly. Olaf Rasch auf der 13. Und Badger auf der 14. Und bei dem, weil wir jetzt auf der Hälfte sind, gehen wir mal eben rein und gucken uns nochmal die Strecke an. Jetzt ist gerade auch ein bisschen ruhiger. Nochmal. Oh, Jaja Ballard hat den Raum verlassen. Das ist ein Disconnect, würde ich behaupten. Das ist auf jeden Fall nicht freiwillig passiert. Sowas ist immer ärgerlich. Ist auch gar nicht so schlecht für ihn gelaufen, würde ich behaupten. Bei diesem
hummerigen Lichtverhältnissen. Ist nicht so einfach zu sehen. Das ist dann schon wieder eine Runde, nicht ganz so dunkel wie im Qualifying, aber auch alles andere als hell auf dem Kyoto Driving Park. Da sehen wir es auch nochmal groß im Bild. So, weiterhin Mystic, der jetzt auch da schon fast am Badger dran ist. Weiter vorne hat einen Boxenstopp gemacht und sich weiche Reifen geholt, aber nur ungefähr die Hälfte seines Vorsprungs eingebüßt hier bis zum Mago. Der jetzt so langsam auch Besuch von Don Italia kriegt. Der hier jetzt gerade auch noch mal eine persönlich schnellste Runde fährt. Also der hat jetzt das Messer zwischen den Zähnen und gibt hier ordentlich Gas. Purple sogar im ersten Sektor hier für ihn. Jetzt ist er dran, zeigt sich da auch schon mal in, aber geht noch nicht dran vorbei. Jetzt versucht das nochmal rein in die enge Linkskurve. Agu versucht es mit dem Konter, Switchback hier, aber das reicht nicht und Don Italia vor auf 2. Mago erstmal zurück auf 3 und von hinten kommt Centauri. Der möchte da jetzt vorne auch noch mitspielen. Halbe Sekunde noch bis zu seinem Teamkollegen jetzt. Vorher war es ja Don Italia. Auf den er aufschließen musste, aber jetzt gegen den eigenen Teammate. Das wird dann wahrscheinlich etwas sanfter ausgefochten. Das Jaja Ballard Disconnect, ja, das hatte ich schon befürchtet. Dabei war das Rennen doch eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen für dich, oder? Also und jetzt ist Centauri auch am Mago vorbei, also ja gut, kämpft hier auch mit dem mittelharten Reifen. Ja, dadurch verliert er jetzt natürlich ein bisschen. So, Mystic vorne 22 Sekunden weg. Oh, so gut werde ich nicht mehr dabei sein. Ah. Ach, ich drücke dir die Daumen. Das kann doch alles klappen. Wenn das doch heute geklappt hat, dann kann das auch noch mal wann anders klappen. So, 15 Sekunden, 16 Sekunden bis zum Papa Pauli hier. Vom Mago aus. Icewalker. Auch 10 Sekunden zurück. Also jetzt ist hier alles wieder bis auf so ein, zwei kleine Gruppen ein bisschen auseinandergezogen. Eine meiner Lieblingsstrecken. Ei! Ja! Dann umso bitterer eigentlich, dass es jetzt nicht geklappt hat mit dem Zu-Ende-Fahren. Aber ja, mit den Disconnects, das ist so ein Problem des E-Sports. Ne? Das ist
oftmals kann man es ja auch gar nicht einschätzen, woher es kommt, aber. Das ist immer schade. So, Fortuna und Lockside sind hier im Kampf. Jetzt ist Chaco wieder ein bisschen weiter weggekommen. Boah, Internet war komplett weg einmal kurz. Ja, das hatte ich mit dem Router, den ich von meinem Internetanbieter gestellt gekriegt habe. Da hatte ich alle paar Sekunden mal so einen Aussetzer. Ja, alle paar Minuten. Das war auch richtig übel. Damit hätte ich wahrscheinlich auch nicht mitfahren können. Also, wenn man sich einen oder anderen Stream anguckt, den ich vor 3-4 Wochen hatte, da sieht man das auch, dass es dann einmal kurz weg ist. Dann fahren die Autos eine Sekunde lang geradeaus und dann ist das Internet wieder da. Aber ja, es ist so ärgerlich. Ah, die Fritzbox. Ja, Fritzbox ist gut. Die habe ich mir jetzt auch wieder geholt. Ich bin da auch sehr zufrieden mit. Ich musste mir jetzt, dadurch, dass ich jetzt hier Kabel habe, eine 6690 holen. Also, es hätte auch andere gegeben, aber beim Prime Day habe ich dann mal zugeschlagen. Ja, wir sehen auf der Karte alle jetzt mit einem gewissen Abstand. Hier jetzt erstmal in Runde 25. Oh, da haben wir jemanden neben der Strecke, Mario. Also das erste Mal, dass wir jetzt heute die Wiederholung bemühen müssen. Mal gucken, was passiert ist. Oh, kommt da innen aufs Gras und dann schlägt er da relativ heftig sogar ein. Muss dann hier... Wer ist es gewesen? Muss ich jetzt einmal gucken gleich. Fortuna und Chaco vorbeilassen. Ja, es war ein relativ harter Einschlag. Mal gucken, wie er das jetzt, wie er den Schaden jetzt handhabt. Ob er jetzt einmal kurz in die Box geht. Also Boxen stoppen muss er ja sowieso nochmal bis zum Ende einlegen. 14 Runden sind es noch. Ja, gute Frage, ob das jetzt dann bis zum Ende reicht. Benny McFly ist jetzt auf jeden Fall auch drin. Und dann schauen wir mal, der müsste das eigentlich jetzt auch so geplant haben. Mittlere Reifen, vollgetankt, das wird wahrscheinlich der letzte Stop für die beiden werden. Also nicht ganz vollgetankt, aber auch auf den weichen Reifen jetzt nochmal raus. Im Gegensatz dazu, Benny auf dem, er hatte vorher die mittelharten, jetzt ist er auf den weichen. Auch, also auch da nicht ganz vollgetankt, also gehe ich mal davon aus, die beiden hatten jetzt ihren letzten Stop, außer da fehlt noch irgendwo fehlen noch die harten Reifen. So, Don Italia, der kann hier auf Mystic nicht aufschließen, muss jetzt aber auch gleich nochmal an die Box. Bin ich geht's dem Centauri aber auch, also werden wir hier vorne auch nochmal Boxenstopps sehen. So, Chaco und Fortuna, die sind hier beide auch dicht aufeinander.
Edger geht in die Box. Ne. Boxside geht weiter. Mal ganz kurz. Mystic war das schon. Ja, war da nämlich kurz vor dem Badger, beziehungsweise hinter dem Badger. Irgendwo um den Badger rum auf jeden Fall. Mit dem Badger geht es jetzt weiter auf Platz 13, 12 Sekunden nach vorne. Und das heißt, das sind Don Italia und Centauri, die da auch durchgekommen sind. Und Don Italia muss diese Runde rein. Centauri könnte wahrscheinlich noch eine Runde dranhängen. Wie sieht das eigentlich aus mit unserem Führenden? Mystic, der ist hier konstant mit 1,32er Zeiten unterwegs. Riga 1,32er und im halben Tank wird er noch so 3-4 Runden wahrscheinlich auskommen. Aber zum Stopp muss er auch nochmal einlegen. Dass dieses Problem mit dem Bitte auftanken noch nicht in den Griff gekriegt haben hier von Gran Turismo. Ja, wenn man eine Wiederholung abgespielt hat, kommt hier dieses Bitte auftanken, was eigentlich nur die Fahrer bekommen. Aber Don Italia muss jetzt auf jeden Fall in die Box. Centauri fährt noch eine Runde weiter. Also die 7%, die er da wahrscheinlich noch im Tank hat, die reichen noch für eine Runde. So, Mago kommt jetzt auch schon. Der macht in der gleichen Runde den Stopp wie Don Italia. Icewalker, der wird jetzt auch in die Box kommen. Vorstellen, dass der jetzt auch von direkt kommt. So, der Olaf fährt der weiter. Der kommt auf jeden Fall noch ein Ründchen. Ne, der kommt jetzt auch schon. Also jetzt beginnen die letzten Boxenstopps hier. Paul von dem letzten Stint, würde ich behaupten. Ja, sieht auf jeden Fall bei Chaco ähnlich aus. Lockside. Ja, hinter Mystic wird es jetzt ein bisschen enger wieder. Wir sehen auch, Don Italia ist ganz schön weit abgeschlagen. 48 Sekunden. Centauri ist weiter in Schlagdistanz. Thank you.
Eigentlich könnten wir uns jetzt nochmal so kurz vor Schluss. Mystik schon in Runde 31. 39 nochmal den Zwischenstand einmal durchgehen. Also Mystik führt das ganze Ding hier schon seit Anfang an. Und mit 47 Sekunden Vorsprung vor Don Italia dürfte das Ding eigentlich auch entspannt von seiner Seite aus zu Ende gefahren werden können. Dann haben wir den Centauri auf der 3. Der Abstand zu Don Italia ist jetzt wieder ein bisschen größer geworden. 2,2 Sekunden. Konnte sich Don Italia wieder ein bisschen absetzen. Dann zum Mago sind es 9,3 Sekunden. Und beim Mago dann die nächste größere Lücke bis zum Icewalker 30 Sekunden. Also der eine im Süden der Strecke unterwegs und der andere im Norden. Also da ist schon ordentlich was dazwischen. Dann 7 Sekunden bis zum Papa Paolo. Auf Platz 6. Und dann noch eine Sekunde, 1,5 Sekunden bis zum Fortuna. 2 Sekunden bis zu Platz 8, dem Chaco. Lockside auf 9 aktuell. Mario auf der 10, dicht gefolgt von Benny McFly. Und von hinten kommt Mystik. Aber der wird sich hier in den Kampf nicht groß einmischen. Zieht der einmal durch und dann ist hoffentlich der oder wird der Zweikampf hier um Platz 10 nicht beeinflusst. Oh! Ich glaube, Mario wollte jetzt eigentlich Platz machen für Mystik. Der hat die blaue Flagge gesehen. Und das Ganze war dann aber der Benny und der profitiert jetzt ein bisschen dadurch. Gibt zwar jetzt auch blaue Flaggen, aber ich glaube, Mario wollte das jetzt so an der Stelle nicht. Badger aktuell auf der 12 und dann haben wir noch Rolaf Rasch und Jaja Ballard. Den halten wir natürlich in Ehren und im Kopf, dass der hier gerade ein Disconnect hatte. Nicht nett von Benny. Ja gut. Schwierig. Also Mario ist da auch relativ von der Linie runtergegangen. Also klar, wenn der Führende von hinten kommt. Ja, stimmt. Überholen unter blauer Flagge. Ja, aber ist ja eigentlich auch ein Zweikampf und ich weiß gar nicht, wie ist das denn geregelt bei blauer Flagge? Ich kenne das immer nur, überholen unter gelber Flagge ist nicht erlaubt. Aber Benny hält sich hier auf jeden Fall weiterhin gut vor Mystik. Also der, ich glaube, Mario hat da auch relativ früh Mystik vorbeilassen wollen. Aber jetzt würde ich auch behaupten, dass Benny, ja, Zweikämpfe sind zu unterbrechen. Ja gut. Ist halt die Frage, waren die beiden jetzt schon in einem Zweikampf oder war... Also man müsste sich das alles nochmal genauer angucken. Da wir hier leider nicht die Möglichkeit haben, so weit zurückzuspulen, würde ich das unserem Offiziellen überlassen. Das, oder
das, das sich im Nachgang nochmal anzugucken. Und ich würde jetzt behaupten, ja, Benny hätte da mit Mario ein bisschen auf die Bremse treten können, um Mystic vorbeizulassen. Aber mit der Geschwindigkeit, die Benny da jetzt so ein bisschen am Tag legt, also dass er da relativ gut mitfahren kann, finde ich, ist einfach Mario ein bisschen zu früh vom Gas gegangen. Also der hätte da auch noch... Er hat vielleicht auch gedacht, dass die Scheinwerfer im Rückspiegel zu Mystic gehören. Also vielleicht, dass er schon näher dran ist und hat das gar nicht richtig gesehen, dass das Benny noch war. Also... Das müssen andere Leute entscheiden. Also falls Mario da was gegen sagt, Einspruch erhebt. Ja, nichts im Regelwerk zum Überholen unter blauer Flagge. Ja, das wäre doch mal... nochmal ein Punkt, den man nochmal ansprechen könnte. Also ich würde immer nochmal behaupten, dass solange es um direkten Positionskampf geht, dass das natürlich dann auch an dem Schnelleren ist, da auch irgendwie dran vorbeizukommen. Dass das nicht unbedingt so hart unterbrochen wird, wie Mario das jetzt gemacht hat. Also du merkst, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass Mario da ein bisschen zu früh vom Gas gegangen ist. Also ob dann jetzt im Endeffekt Benny hätte überholen sollen, ist vielleicht auch so ein bisschen moralisches Ding. Aber der hat wahrscheinlich auch in dem Moment nicht verstanden, warum Mario langsamer geworden ist. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Blaue Flagge wird schon relativ früh gezeigt, das stimmt wohl. So, was haben wir hier an Zweikampf? Papa Paule gegen Fortuna. Also jetzt nochmal in den letzten Runden hier. Doch nochmal der ein oder andere Zweikampf. Ja, Benny müsste die eigentlich auch bekommen haben. Let's go TTX! Moin Maverick! Maverick Leok. Ja, das machen die Stewards. Hätte ich jetzt einen Marker gesetzt, hätten wir gerne nochmal drauf gucken können. Aber so lassen wir die das entscheiden. So, Fortuna vorbei an Papa Paule. Leon, also nicht Leok. Ja doch, wird Leok geschrieben. So, Mystic geht jetzt gleich in Runde 37. Da sollten wir auch mal ein kleines Auge drauf werfen. Don Italia, der hat jetzt zwar ein bisschen wieder aufgeholt, aber noch nicht so viel. Könnte sich dann gleich damit ausgehen, dass der Mystic ja noch harten Reifen fahren muss. Der hatte, glaube ich, die harten Reifen noch gar nicht drauf. Dann dürfte das tatsächlich noch mal ein bisschen enger werden. Centauri auf der 3 mit 3,2 Sekunden nach vorne. Relativ großer Abstand dann bis zum Mago. 12,5 Sekunden. Also wenn da jetzt vorne keiner mehr tanken muss, beziehungsweise noch harte Reifen holen muss, kommt der Mago da auch nicht mehr weit nach vorne. 16 Sekunden, genau. Ohne tanken wäre Boxenstopp bei ca.
15, 16 Sekunden, genau. Das hatten wir eben auch schon. Ja, das ist, das habe ich mir tatsächlich schon länger auch mal überlegt, wie man das realisieren kann, aber dann müsste ich ja auch bei jedem Boxenstopp dabei sein, um zu gucken, ob jetzt irgendein Reifen abzuhaken ist. Also weiß ich nicht, ob das so wirklich realisierbar ist, aber dadurch, dass wir die Pflichtreifen haben, wäre es tatsächlich das Beste, wenn man irgendwie so eine Liste hätte, beziehungsweise wenn es vom Spiel die Möglichkeit gäbe, so einen Haken. Ne? Ja, wir brauchen noch einen zweiten, der die Liste führt, genau. Das müsste ich mir einen Co-Kommentator besorgen. Ich meine, hier die Lizzie und weiß nicht, welche zwei machen das hier immer? Ist ja unterschiedlich. Lizzie macht es ja die meiste Zeit. Die sind ja zu zweit normalerweise in Liga 1. Jetzt müsste halt mit dem verpeilten Streamer von Liga 5 und 6 jetzt in den ersten drei Rennen erstmal vorlieb nehmen. Masterclock, ja. So, jetzt geht's gleich rein in die letzte Runde. Ach, danke schön. Danke, danke. Aber ein bisschen verpeilt bin ich schon. Aber ich glaube, das macht mich auch aus und meine Streams. Also muss ja auch nicht immer alles rundlaufen. Ah, danke. Ja, aber Maverick, ich wusste, dass mir dein Name bekannt vorkommt. So, jetzt haben wir nämlich genau das hier. Mystic holt sich noch die harten Reifen ab. Da sind die 16 Sekunden. Und Don Italia ist ran an Mystic. Das müssten dann jetzt gleich eigentlich 4 Sekunden sein. Ja, 6 sind's. Aber dafür, dass es nur noch eine Runde ist, ist das ein zu großer Abstand. Wir sind alle hier irgendwie verpeilt. Ja, sicher. Auf irgendeine Art und Weise ist man das, glaube ich, immer. So, also wir sind schon wieder in der letzten Runde. Und ja, die Zweikämpfe, die da vor dem Mystic sind, die lasse ich jetzt erstmal außen vor. Ja, wir gucken mal Mario gegen Benny McFly. 0,8 Sekunden, das könnte tatsächlich in der letzten Runde noch was werden. Und Chaco gegen Papa Paule, auch da besteht noch die Möglichkeit, dass da noch was geht. So, Icewalker, der holt sich jetzt wahrscheinlich auch nochmal die harten Reifen. Das heißt, da geht es auch nochmal 16 Sekunden nach hinten. Papa Paule, Chaco gehen vorbei, Fortuna, ja, da sehen wir schon den Wechsel auf die harten Reifen. Also, da, Paule hart, ja, guck mal, gleich. Mystic gewinnt das erste Rennen, dann haben wir Don Italia, der ist tatsächlich nochmal auf 3,3 Sekunden rangekommen. Centauri, dahinter Badger und Rolaf Rasch und da hinten kommt dann auch Platz 4 Mago und dann haben wir eine große Lücke, dann können wir jetzt erstmal gucken, was dahinter passiert. Fortuna, der hat einen ordentlichen Abstand, weiche Reifen, der fährt jetzt das ganze Ding auch noch nach zu Ende, 5 Sekunden knapp Vorsprung. Papa Paule auf weiche Reifen, da nicht, nee, nicht hart. Chaco nochmal auf weich. Und hier Icewalker, der ist jetzt nochmal auf harte gewechselt.
Und jetzt gehen wir natürlich nach vorne zum Zieleinlauf. So, Fortuna holt sich Platz 5. Dann haben wir Papa Paule, Chaco und Icewalker. Und dann kommt noch die letzte Gruppe hier mit Benny, Mario und Lockside. Und die sind da auch tatsächlich noch bis in die letzte Kurve am Fighten. Aber jetzt ist es da auch durch. Benny auf 9, Mario 10, Lockside 11. Also das jetzt der Einlauf des ersten Rennens. Und da haben wir unseren Sieger, den Mystic, Pole Position und fehlerfreies Rennen. Also der hat hier ordentlich durchgezogen. So, jetzt gucken wir nochmal auf die offizielle Endtabelle. Don Italia holt sich aber die absolut schnellste Runde. Also die hat er sich trotzdem geholt, auch wenn er, wenn es heute für den Sieg nicht gereicht hat. Und ja, das ist wieder der Punkt, wo ich sage, sucht euch euren Lieblingsfahrer raus. Und ja, Jaja ballert natürlich hier als DNF auf Platz 14. Da hatten wir ja leider den Disconnect. Und ja, das war schon wieder das erste Rennen. Das erste von 3, was ich mache. Und ich würde jetzt mal sagen, habt ihr noch ein bisschen Bock auf ACC oder irgendeinen Vorschlag, wo ich euch hinschicken soll? Sonst ich hätte noch jemanden, der gerade World of Warcraft spielt. Oder ich auch letztens gefunden habe, einen Kanal, wo Assetto Corsa gespielt wird, aber als AI-Rennen, also wo man dann selber mitfahren kann. So ein bisschen als entspannte Ausklang. Also wenn ihr irgendwas habt, dann schreibt es schnell rein, sonst entscheide ich das. Ah, okay. Maverick geht direkt trainieren für Tokio. Ja, gerne, gerne, Papa Paule. Ja, und danke für den Follow, Fortuna. Moin. Hoffe, du hattest ein gutes Rennen. Also hat dir gemundet, wie es gelaufen ist. Nacht muss auch trainieren. Okay, ihr geht jetzt alle direkt trainieren. Ich schicke euch jetzt weiter, wer Bock drauf hat. Wen nehmen wir denn? Komm, wir nehmen Clay mit. Oder? Ne, WoW. Komm, ich schicke euch jetzt heute einfach mal zum AI Racing TV. Ich finde das lustig und das ist entspannt. P13 auf P5, aber keine Ahnung, warum auf einmal die, was? Mein Gott. Die Pause da war. Welche Pause? Pause. Pause? 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 Was? So, ich bereite auf jeden Fall schon mal den Raid vor. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend. Geht alle schön trainieren. Und ja, dann die Schnelligkeit. Ach so, Pace. Ja, ja. Aber ist doch gut, dass es so gut gelaufen ist. Dann wünsche ich euch noch, wie gesagt, einen schönen Mittwochabend. Gehe nochmal eben hier zurück auf die Seite 1. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch zum zweiten Rennen in Tokio. Schon wieder Japan, also
weit müssen wir diesmal nicht fahren. Und ja, wie gesagt, schönen Abend noch. Ciao.